Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Soul Silver. Wir haben das letzte Mal Viola City erreicht, haben kein Pause seitdem, okay. ein Pokémon gefangen, Voltilam. Und jetzt machen wir uns auf in den Knofensterturm und schauen, was es da erwartet. So. Noch Fensterturm. Was bist du? Die drei Geschwelle des Turms soll eins aus einem über 30 Meter hohen Knofenster entstanden sein. What the fuck? 30 Meter hohen Knofenster? Seid ihr auf Drogen? Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Mönche scheinen oben mitten im Training zu stecken. Ja. Der Knofensterturm wurde vor langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Wie es knarzt, dieses Ding ist so abartig. Leute, die es bis ganz an die Spitze des Turms schaffen, erhalten eine explosive Attacke. Naja. Ich bin mal gespannt, wie viel ich da jetzt schneiden darf. Ja, der erste Kampf zum Schneiden. Juhu! So. Mann, falscher Knopf. Ich sollte mal mein Voltilam heilen. Es hat einiges einstecken dürfen in den Kampf. Sehr schön. Und es ist ein Level aufgestiegen. So will man das. So, jetzt gehen wir eins runter. Und holen uns den Paraheil mit. Holen uns den Paraheil mit. Damit hast du wieder ein sehr gutes Deutsch benannt. So. Dann haben wir den nächsten Kampf. Ich werde jetzt aber mal nicht schneiden. Einfach weil ich's kann. Wir bewachen diesen Turm, um den Pokémon auf diese Weise unseren Dank auszudrücken. Und damit wir nie vergessen, was wir ihnen verdanken. Ach ja. Bam, bam. Weiße Helmut. Das sind alles nur Knofenstertrainer, was sie da haben. Hier werde ich mal alle Pokémon einsetzen, was ich habe. Sprich, erst kommt Enix dran. Sehr schön. Dann kommt Taubsi dran. Neps. So. Ich hoffe, er ist auch Level 3. Perfekt. Haben wir wenigstens etwas an die kleine Chance. Wo wir jetzt Windstoß viel lieber wäre. Da das sehr effektiv wäre gegen Pflanzen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ah. Es ist so spannend, dieser Kampf. Wahnsinn. Rankenhieb. Nicht sehr effektiv. Vergiss es. Du hast keine Chance gegen mich. So. Flames. So, Taubsi erreicht Level 4. Ich will das Pokémon wechseln und zwar mein Voltilam. Das Voltilam werde ich auf jeden Fall noch etwas trainieren. Also es wird auf jeden Fall mindestens Level 10 werden müssen. Bevor wir den ersten Arena-Kampf bestreiten. Denn auf Level 10 erlernt Voltilam Donnerschock. Und es kann uns sehr helfen gegen den Arenaleiter von Viola City. Ha! Static! Sehr schön. Ich mag die Fähigkeit. Okay. Man sieht, die ziehen noch nicht so viel ab jetzt. Aber naja. Kleinvieh macht auch Mist. Und es ist sehr schön, dass es paralysiert ist. Ah, ich liebe sowas. Aua. Wieso hast du es nicht angegriffen? Mann! Was soll das Voltilam? Enttäuscht mich jetzt nicht. Danke. Gut. Bams! Gut. Weißer Helmut. Auch vielen Dank. Für was? Fürs Fertigmachen? Okay, dann gehen wir mal weiter. Ups. Und gehen nach oben und nehmen uns den
Ich treffe mit. Kampf-Items. Tasche. Huch. Huch, da haben wir noch einen Trainer. Den wollen wir jetzt auch mal schnell mitnehmen. Zittere wie Laub im Wind. Ah. Aber ich glaube, der darf Inix jetzt voll austoben. Damit wir den einfach schnell hinter uns haben, den Kampf. Glut! Ich kann da offscreen immer noch trainieren, wenn es ist. So. Und vielleicht erreicht... Das heißt vielleicht... Inix erreicht auf jeden Fall noch Level 12. Wenn mich nicht alles täuscht, Elian. Nee. Elian ist keine neue Attacke. Oder? Ja, sehen wir auf jeden Fall. Ich glaube zwar nicht, dass Level 12 eine Attacke fällig war. Oder? Nee! Gut. Blut! So. Sehr effektiv. Gut. Er ist besiegt und wir können es weiter. Und zwar ist das schon der letzte? Ja, das ist der letzte. Einen Trank. Okay, Leute, das werde ich jetzt schneiden. Wir sehen uns dann bei dem Obermacker vorne. Bis gleich. Okay, Leute. Ah, was soll denn der Rotz jetzt? Komm, Radfratz. Du bist ja fehl am Platz. Ja, auf jeden Fall, Inix hat Rucksackkeeper erlernt. Es war Level 13 und nicht Level 12. Ach komm. Das ist doch gemein. Komm, dich nehmen wir noch mit. So. Musste der jetzt ausgerechnet haben, da kommen wir nicht wieder anfangen. Egal. Oh mein Gott. Der macht sucht wer. Deine Machtsucht war alles ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese TM überreichen. Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Ha, er ist jetzt halt immer groß. Er ist ja der weißeste von allen und da macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man soll seine Pokémon gut behandeln. Ha! Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich einen feuchten Kehricht. Hand verwendet Fluchtzeilen und ist weg. Ja, man sieht, man muss nicht immer gegen ihn kämpfen. Mamas, reden wir mal den Weisen. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Gefensterturm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft. Oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir die Freundschaft zwischen dir und dein Team zu erproben. Oh ja, denn ich kann sowas. Okay. Eine Herausforderung vom weißesten Marek. Und man konnte sich schon denken, welche Pokémon er hat. Knofenser, Knofenser. Habe ich Knofenser schon erwähnt? Oh Mann. Oh komm, das bisschen. Oh! Er hat doch noch ein anderes Pokémon bei. Ja. Sehr schlau. Setz ein Pokémon ein, das schon schläft. Meine Güte. Vielleicht wacht es sogar auf. Ja, ist sogar ganz toll. Komm, wacht doch auf. Nicht sehr effektiv, der immer schon. Yeah, Static. Sorry für den Knall, aber ich fass mir an den Kopf, ey. Ja, endlich ist es aufgewacht. Mir fällt gerade auf, es ist Level 10. Ah, ich sollte mehr bei der Sache sein.
Okay, Inex, Haus weg. Man sollte einmal auf deine Umgebung achten. Einmal. Naja. Nein, vergiss es! Das gibt's doch nicht! Oh, nö. Ja, wenigstens macht es gleich wieder auf. Schon mal ein Vorteil. Und nochmal Haus weg, bitte. Danke. Aha. Wenn ich eins hasse, ist es Hypnose. Hast du gerade noch fast mehr wie verwirrt sein oder so. Gott. Ja, wenigstens erreicht Voltilam Level 9. Und können wir schauen, vielleicht bringt es jetzt was, wenn wir Voltilam einsetzen. Ich hoffe, es ist nicht allzu stark, das Glyphfenster von ihm jetzt. Dürfte sogar gehen. Ja. Nee. Ja, steigere den Spezialangriff, fast schon recht. Mann. Gut. Aber ich glaube, ich wechsle doch wieder zu Inex. Das dauert doch etwas zu lang. Du schaffst es, Inex. Ein Rang-Eve, oh nein! Das ist nicht sehr effektiv, oh mein Gott. Ich zeig dir, was effektiv ist. Hier, das hier. Ja. Gut. Und? Wer ist besiegt? Oh, sehr gut. Guten. Hey. Inex entwickelt sich? Glückwunsch an Inex wurde zu Igelava. Mein Kampfstil lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vom Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Dies ist eine TM namens Blitz. Sie gehört dir! TMs. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch zu dunklen Ort erhellen. Du könntest die TM zum Beispiel in ein Knuffelze beibringen. Vergiss es. Jetzt muss ich mal nachschauen. Welches Level? Mit 14 entwickelt es sich? The fuck? Okay, soll mir auch recht sein. Und hier haben wir ein Fluchtseil. Das wir so gleich benutzen werden. Beutel. Fluchtseil. Genau. Okay. Und tschüss. Wie ist es gerade aussah mit Igelava, oder? Wieso kann ich mich gerade nicht mehr bewegen? Hallo? Irgendwie hängt das gerade. Okay, aber auf jeden Fall, Leute. Ich beende den Part mal ein bisschen früher heute. Wir haben einiges erreicht. Ich werde noch ein bisschen leveln, damit wir dann fit gegen für den Arenaleiter sind. Okay, Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!